willkommen, liebe HBW-Fans, zur nächsten Ausgabe unseres HBW-Sportstudios, die dritte in dieser Saison. Wir sind heute bei Scharf, Hafner und Partner, Steuerberatungsgesellschaft hier in Balingen und langjähriger Sponsor bei uns jetzt schon beim HBW. Und ja, ich freue mich, dass wir hier sind und begrüße Andrea Winnesberg, ihres Zeichens Partnerin hier bei SHP. Schön, dass du hier bist und ja, uns hier auch empfängst. Ja, also vielen Dank. Ich freue mich auch, dass es heute geklappt hat und dass wir uns heute hier sehen. Ja, vielleicht ganz kurz zu uns. Die SHP-Beratergruppe, wir haben Standorte in Balingen, Hechingen und Albstadt und wir bieten Antworten in steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Fragen. Wir sehen uns eigentlich als Begleiter von Unternehmern und Selbstständigen. Kurz und schmerzlos, eine schöne Einleitung. Was natürlich jetzt uns interessieren würde, das Sponsoring beim HBW ist für viele Sponsoren oder für die meisten auch was Besonderes. Was für eine Bedeutung hat es für euch, dieses Sponsoring beim HBW? Ja, also wir sind ja auch ganz klar ein regionales Unternehmen, das zwar auch ausstrahlt, auch teilweise deutschlandweit. Und der HBW ist natürlich ganz klar ein regionaler Leistungsträger hier und nicht nur der Leistungssport, sondern auch die nachhaltige Jugendförderung steht hier im Vordergrund und das liegt uns auch sehr am Herzen. Stichwort Leistungsträger, herrliche Überleitung. Danke erstmal nochmal, dass wir hier sein dürfen. Und wie gesagt, Stichwort Leistungsträger, einer, der jetzt in den ersten drei Spielen neu dazugekommen ist vor der Saison und schon jetzt einer der Top-Torjäger beim HBW ist. Hallo. Oder Gretason, unser neuer Linksaußen beim HBW. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum dritten Sieg im dritten Spiel. Wie fällt dein persönliches Fazit jetzt aus? Wir haben drei Spiele gespielt, drei gewonnen. Es war am Samstag gegen die Vikings, war es ein bisschen enger als davor, die zwei. Aber wie fällt dein persönliches Fazit sowohl zu deinen Leistungen als auch zur Mannschaftsleistung aus? Ja, ich bin ganz zufrieden mit meiner Leistung bisher. Und aber natürlich die wichtigste ist, dass wir immer die zwei Punkte holen. Und das haben wir geschafft. Und deswegen sind ich und die Mannschaft zufrieden, glaube ich. Also hast einen guten Start hier auf jeden Fall gehabt. Wir haben es gerade schon gesagt, du bist neu beim HBW, bist vor der Saison gekommen. Hast zuletzt in Emstetten gespielt in der zweiten Liga. Was waren deine Gründe, zum HBW zu kommen? Was hat dich motiviert oder auch begeistert am Verein? Also erstmal natürlich ist Balingen erste Bundesliga-Verein und soll das sein. Ich habe viel mit Wolfgang und Runa gesprochen, bevor ich die Einleitung gemacht habe. Und ich habe einfach alles, also viele, viele Sachen gut gehört über die Verein, die Stadt und alles. Und ich brauchte auch Änderungen in meine Karriere und ich fand das perfekte Sitz für mich zum Balingen wechseln und ich bin zufrieden mit dieser Entscheidung. Da freuen wir uns, dass du dich so gut eingelebt hast. Da kommen wir nachher auch noch kurz drauf zu sprechen. Schauen wir erstmal auf die Mannschaft. Was dieses Jahr bis jetzt zumindest gut ist, keine Verletzten, dadurch viel Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Wie schätzt du das ein? Vielleicht auch, kennst du das aus Emstetten noch, wenn man wirklich auf seiner Position für seine Einsatzminuten kämpfen muss? Ist das für eine Mannschaft positiv oder kann sich das auch negativ auswirken? So, ich finde das sehr positiv, dass wir haben viel Konkurrenz in der Mannschaft, jede Position. Also ich kenne das, ich habe niemals in so einer Mannschaft sein, dass jede Position hat sehr gute, zwei Männer in jede Position. Und ich finde das sehr gut, dass glaube ich, jeder Spieler arbeitet mehr und will die Trainer zeigen, dass die sind bessere Spieler und das, dann wird jeder Spieler besser, glaube ich. Die Mannschaft kommt aber sehr gut miteinander aus, hat man auch so das Gefühl von außen, ihr seid viel zusammen, lacht viel miteinander. Wie ist dein Eindruck, wie ist die Teamchemie und wie bist du am Anfang, als du herkamst, aufgenommen worden? Ja, also sofort am Anfang fand ich sehr leicht
in die Mannschaft zu kommen. Die sind super Typen und Charakter. Und ja, für mich war das also sehr, sehr einfach. Und ich finde, wir haben gute Moral in die Mannschaft. Wir machen viel zusammen auch. Also nicht nur im Training, auch aus dem Training. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir auch das machen. Und, das, und natürlich hilft das auch, dass wir gewinnen Spiele und dann sind alle zufrieden und die Trainingen wird, also, das wird leichter zu in Training kommen und ja, ich finde das einfach, die Truppe sind geile, wir haben geile Truppe hier. Also geile Truppe, finde ich allerdings auch, muss man sagen, merkt man auch wie gesagt auf dem Spielfeld und daneben. Jetzt ist es so, du bist seit April Papa. Hast deine Familie jetzt auch hier in Balingen bei dir? Wie habt ihr euch eingelebt? Wie ist es für deine Familie hier in Balingen? Gibt es vielleicht irgendwelche Ecken oder Cafés, wo ihr besonders gerne mal hingeht? Ja, also wir sind hier gut angekommen. Meine Freundin und Kind, die machen auch hier zu leben bisher. Und wir sind so gewöhnlich, in so kleinen und ruhigen Stadt zu leben, beide hier in Amstetten und in Island. So, das ist eigentlich perfekte so Familienstadt für uns. Ja, natürlich, wir haben in die Stadtmitte gegangen und Kaffee gefunden und dann haben wir auch so ein bisschen in Tübingen und hier rum in Solenalp geguckt und wir freuen uns für die nächsten 2 Jahre. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Vielleicht werden ja dann nachher noch ein paar mehr Jahre draus. Wir werden sehen. Jetzt ist natürlich eine Frage, die man einem Handballer gerne stellen möchte. Wie kommst du oder wie bist du zum Handball gekommen? Also bist du als kleines Kind schon immer mit einem Ball in der Hand statt am Fuß rumgelaufen oder ja, gab es da irgendwelche Vorbilder vielleicht auch? Ja, also Island hat viele so Traditionen mit Handball. Wir haben immer so ganz gute Nationalmannschaft gehabt und seit ich war jung, also ich glaube, ich habe 5, 6 Jahre alt angefangen Handball zu spielen ja, das ist so unser Nationalsport, weißt du, wir alle gut, also jetzt ist Fußball ein bisschen größer vielleicht. Aber Handball hat immer so groß Sport in Island sein und ja, so meine so Vorbild war und ist immer noch Guðjónsson Sigurðsson. Ich habe meine ganze Handballkarriere geguckt auf ihm und war also jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass ich spiele gegen ihn und ja, und habe auch mit ihm gespielt in Nationalmannschaft und das ist einfach ein Traum. Gegen ihn haben wir jetzt ja schon diese Saison gespielt. Wenn es gut läuft, spielen wir nächstes Jahr dann wieder und dann könnt ihr beiden euch im direkten Duell miteinander messen. Was planst du nach deiner Karriere? Als Handballer muss man natürlich schauen, was man dann macht, wenn irgendwann die aktive Karriere vorbei ist. Gibt es da schon Pläne? Willst du nach Island zurück? Kannst du dir auch vorstellen, in Deutschland zu bleiben? Also ich gehe von das aus, dass ich zum Island zurück ziehe nach der Karriere. Ich will so, dass meine Tochter hat isländisches Leben und ja, nach meiner Karriere, ich mache jetzt ein Studium, so Online-Studium von Island. Ich hoffe, dass ich bin fertig mit das in vielleicht 2, 3 Jahren und dann habe ich so einen Bachelor-Grad und wir schauen mal, ich habe nicht so lange in Zukunft planiert. So, ja, ich mache einfach ein Jahr
Einfach eins nach dem anderen. Ja, genau. Du hast gerade gesagt, du studierst. Was studierst du genau? Um was geht's da? Und was kann man dann nachher beruflich damit machen? Ich studiere, das heißt Fisheries Science auf Englisch. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet auf Deutsch, aber ich studiere so, weißt du, alles über Fisch, Marketing, Business, auch über, weißt du, so Fisch Science. Also gibt viele Möglichkeiten. Wir wollen aber jetzt natürlich erstmal deine aktive Karriere weiterverfolgen, hoffen, dass du jetzt noch ein bisschen bei uns bist. Ja. Jetzt kommt's am nächsten Wochenende für den HBW zu einer Neuerung, sag ich mal, was wir lange nicht hatten, ein Doppelspieltag. Das heißt, wir spielen am Freitagabend in Coburg und am Sonntagnachmittag dann schon gegen Dresden zu Hause. Worauf muss man als Spieler bei so einem Doppelspieltag achten? Es ist ja weniger Zeit zum Regenerieren. Hm. Du hast zwei Spiele in kurzen Abständen. Was machst du als Spieler, um damit, ich sag jetzt mal, klarzukommen? Also ich einfach mach, was ist gut für meinen Körper. So, das ist nur 48 Stunden bis zum nächsten Spiel. Das ist viel trinken, essen und schlafen. Und auch am Samstag müssen wir ein bisschen bewegen. Ich glaube, wir haben auch ein Training und so. Dann, und ja, wir müssen einfach clever sein für das nächste Spiel. Also clever sind wir dann hoffentlich. Wir machen auch gleich hier schon mal die Ankündigung am Sonntag, dann das Dresden-Heimspiel. Auch da haben wir noch Karten übrig. Zwei Heimspiele haben jetzt schon super funktioniert mit der Unterstützung der Hölle Süd. Also holt euch da auf jeden Fall noch die Karten. Wir wollen jetzt abschließend noch von dir wissen, wie du die Liga einschätzt. Nach den ersten drei Spielen sind es jetzt, glaube ich, noch 6 Teams, die mit 6:0 Punkten gestartet sind, unter anderem auch der TV Emstetten, dein Ex-Club. Wie schätzt du die Liga ein? Wen siehst du die Saison über oben oder wo könnte es für uns noch ein bisschen Probleme geben? Also ich glaube, das ist ganz zu früh zu sagen, was, welche Mannschaften da oben bleiben, aber ja, ich denke, das ist also, wir sollen da sein, kämpfen für die ersten zwei Plätze. Und dann haben wir Bergische, natürlich Coburg, TVE hat das gut gemacht in, also am Anfang. Und ja, dann geht das auch, also Coburg, Bad Schwartau und diese Mannschaften, wer da oben in den letzten zwei Saisonen war auch. Und ja, aber diese zweite Liga ist oft verrückt. Also viele Ergebnisse, wo man ist Überraschung. Und ja, so wie ich habe gesagt, das ist eigentlich zu früh zu sagen, welche Mannschaften da oben bleiben. Allerletzte Frage in diesem Sportstudio an dich. Was ist dein persönliches Ziel oder auch dein persönlicher Wunsch für diese Saison? Mein persönliches Ziel ist, alles, was ich habe, in jedem Spiel, jede Minute, was ich spiele, 100% geben. Und die Mannschaft helfen, zu unserem Ziel reichen. Das ist Aufstieg. Ja, ich habe kein so Ziel. Ich muss so viele Tore machen. Aber das ist einfach, die Ziel ist, alles geben und die Mannschaft helfen. Ich denke, das können wir als wunderbare Schlussworte für dieses Sportstudio nehmen. Odur, schönes Debüt im Sportstudio heute. Wir freuen uns, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist. Bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Wie gesagt, am Sonntag das Heimspiel gegen Dresden. Da auch nochmal der Hinweis, holt euch die Tickets. Odur und die anderen Jungs freuen sich über jeden, der in die Halle reinkommt. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Sportstudio. Bis dahin noch eine gute Zeit. Dankeschön.